Hi, ja, ich habe, wie ihr im Titel lesen könnt, mir einen Ronin 1, also den Original Ronin aus dem Jahr 2014, Gebrauch gekauft. Warum ich das gemacht habe, was der Ronin für mich jetzt für Vor- und für Nachteile hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, wie kam es dazu, dass ich mir so einen Ronin gekauft habe? Wer meinen Kanal länger verfolgt, weiß, dass ich eher so ein Steadicam-Fan bin. Ich mag diesen Steadicam-Look einfach so ein bisschen mehr. Über das Thema habe ich mit dem Marco schon mal ein Video drüber gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen, habe ich euch unten verlinkt. Jedenfalls ist es ja so, dass ich seit 1,5 Jahren das Ganze eben selbstständig mache und der Markt hat sich natürlich ein bisschen verändert und so weiter. Viele Kunden haben nach einem Gimbal gefragt und so kam es, dass ich mir jetzt für ein Projekt vor ein paar Monaten auch mal so ein Gimbal jetzt gemietet habe für einen Dreh und ich muss sagen, ich kam damit ziemlich gut zurecht und der Look hat mir dann auch ganz gut gefallen, wobei ich sagen muss, Steadicam mag ich immer noch lieber. Jedenfalls kam dann irgendwann der Wunsch, gerade auch, weil ich jetzt mit Agenturen auch viel arbeite als Kameramann und so weiter, dass ich dann auch einen eigenen Gimbal irgendwie habe. Und dadurch, dass ich die C200 habe, wollte ich auch einen soliden Zweihand-Gimbal. Es gibt zwar mittlerweile auch Einhand-Gimbals, die irgendwie auch so eine C200 tragen können, aber ich wollte schon einen soliden Zweihand-Gimbal, der auch für größere Kameras wirklich gemacht worden ist, weil die Einhand-Gimbals, naja, haben so ein paar Schwierigkeiten mit größeren Kameras. Da muss man dann teilweise mit Counterweights irgendwie arbeiten und da hatte ich keine Lust drauf. Und so viel Auswahl gibt es da im Moment nicht am Markt, sage ich mal. Es gibt natürlich den Ronin 2, mit dem habe ich auch schon mal gearbeitet, mit der Agentur von Sascha zusammen für einen Telekom-Dreh. Das war wirklich cool. Der Gimbal funktioniert also wirklich einwandfrei. Das ist ein, also in meinen Augen fast perfekter Gimbal. Für mich war er dann aus zwei Gründen nicht der richtige. Zum einen ist er mir viel zu groß und viel zu schwer. Also er ist viel größer und schwerer als der Ronin, den ich jetzt letztendlich gekauft habe. Ich glaube, der wiegt knapp 6 Kilo, der Ronin 2. Dann ist er noch sehr tief, also er geht sehr, sehr weit hinten raus, sodass man die Arme sehr, sehr weit nach vorne halten muss, um den Gimbal irgendwie vernünftig mit zwei Händen zu halten. Und naja, nach so einem Drehtag mit dem Ronin 2 war ich komplett im Arsch, kann ich sagen. Und mit dem Ronin 1 halt eben nicht, dazu komme ich aber gleich noch. Die zweite Option, die es ja noch gab, ist den Movi Pro, mit dem habe ich auch schon mal gearbeitet. Der ist extrem leicht und funktioniert hervorragend. Hier ist jetzt bei mir so die Sache gewesen, der kostet halt immer noch knapp 7.000 Euro oder 6.500 Euro in diesem Handheld-Bundle und ist schon 2,5 Jahre oder 3 Jahre alt, glaube ich. Und da hätte es mir einfach so ein bisschen komisch vorgekommen, für so ein älteres Gerät, was vielleicht irgendwie nächstes Jahr oder ein paar Monaten schon ersetzt wird, da noch so viel Geld irgendwie auszugeben. Grundsätzlich sage ich mal so, ich wäre bereit, so viel Geld auszugeben für ein Gerät, was hervorragend funktioniert und so weiter. Aber wie gesagt, da hatte ich so ein bisschen, eben weil das schon ein bisschen älter ist, so ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt. Zum Thema Investieren, warum man auch mal viel Geld in die Hand nehmen sollte, wenn man das Ganze businessmäßig macht, dazu komme ich dann nochmal in einer weiteren Folge. Also warum sollte man investieren, wenn man das Ganze selbstständig macht? Das ist aber jetzt nicht Teil dieses Videos. Fangen wir mit dem ersten Grund an, der für mich jetzt dafür gesprochen hat, sich den Ronin 1 zu kaufen, der schon ein paar Jahre alt ist. Das erste ist natürlich der Preis. Also ich habe den Ronin jetzt gebraucht für 450 Euro netto bekommen, also dann irgendwie mit Mehrwertsteuer 500 noch was Euro. Ist ein super Preis. Manchmal kriegt man den, wenn man Glück hat, vielleicht sogar noch günstiger, aber in der Regel, denke ich mal, kriegt man den für 600, 700 Euro auch gebraucht, üblich. Der zweite Vorteil für mich sind einfach die Funktionen und die Akkudauer, die dieser Ronin halt mit sich bringt. Sicherlich gibt es da jetzt mittlerweile neuere und bessere Gimbals, die dann mehr Akkudauer mit sich bringen und mehr Funktionen und so weiter. Aber für mich, für meine Einsatzzwecke, hat der Ronin einfach alles, was ich brauche. Die Akkudauer ist vollkommen ausreichend. Wenn man den Ronin jetzt nicht komplett am Stück irgendwie anlässt, sondern immer mal zwischen ein paar Takes irgendwie ausschaltet, dann hat er für mich einen kompletten Drehtag gereicht, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Also so einen kompletten Drehtag mit meiner Arbeitsweise hält dieser Ronin-Akku durch. Falls du den Gimbal jetzt die ganze Zeit anlassen möchtest, nimm auf jeden Fall zwei Akkus irgendwie mit. Das kann ich dir so empfehlen. Nächster Vorteil für mich ist das Gewicht vom Ronin, der wiegt eben nicht ganz so viel, der Movi Pro wiegt natürlich noch weniger, der ist komplett aus Carbon. Hier beim Ronin 1 haben wir halt auch viel Aluminium, was zwar auch relativ leicht ist, aber eben nicht ganz so leicht wie der Movi. Trotzdem mit der C200 finde ich das Gewicht sehr, sehr angenehm, also ich konnte damit auch einen ganzen Tag lang arbeiten, ohne großartig Rückenschmerzen oder Armschmerzen zu haben. Natürlich merkt man, dass man so einen ganzen Tag lang mit so einem Gimbal rumgelaufen ist, aber im Vergleich zum Ronin 2, mit dem ich auch schon den ganzen Tag gearbeitet habe, ist das ein super Leichtgewicht, kann ich nur sagen. Und ja, also finde ich jetzt nicht so schlimm, das Gewicht. Ich finde es sogar angenehmer, damit zu arbeiten, als mit einer Steadicam. Und der nächste Punkt sind für mich jetzt einfach neue Möglichkeiten, die sich damit jetzt ergeben. Das ist auch so ein Punkt, der eigentlich für jeden Gimbal jetzt zählt, aber ich sage ihn nochmal jetzt hier dabei. Ist einfach, dass man, ja wie gesagt, neue Möglichkeiten hat zu filmen. Also ich kann jetzt aus tieferen Perspektiven schön filmen. Das ist gerade bei Musikvideos öfters mal so der Fall, dass man irgendwie so ein bisschen runtergehen möchte, dass der Künstler so ein bisschen von oben in die Kamera runter singt oder runter rappt, was auch immer.
Kommen wir zu den Nachteilen, also zu den Punkten, die jetzt der Ronin 1 nicht so gut kann, wie jetzt moderne Gimbals, wie jetzt der Ronin 2 zum Beispiel. Der erste Punkt, der mich so stört, ist, dass der Ronin ziemlich laut ist. Der macht halt einfach so ein paar Geräusche, die Motoren machen Geräusche, obwohl der Ronin perfekt ausbalanciert ist. Es gibt so einen Quiet Mode oder so einen Silent Mode heißt der, der ist auch ganz gut, der funktioniert ganz gut. Problem ist nur, dass dann hier so extremere Bewegungen, schnellere Bewegungen nicht mehr ganz so perfekt ausgeglichen werden. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Hochzeitsfilmer bist, dann ist so ein Ronin 1 vielleicht nicht die beste Wahl. Da gibt es einfach neuere Gimbals, die besser funktionieren, wenn das Ganze eben leise sein soll. Die zweite Sache ist natürlich, die Motoren sind nicht ganz so stark. Der Gimbal hält offiziell zwar Kameras bis zu 7 Kilo aus und das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man auch eine Red ohne Probleme dran machen kann. Aber wenn du jetzt wirklich so extremere Sachen machst, die aus dem Auto heraus mit so ein paar Bodenwellen oder sowas filmst. Ich glaube, da ist der Ronin 1 nicht die allerbeste Wahl. Da ist halt eben auch der Ronin 2 viel, viel stabiler, viel, viel besser dafür geeignet. Also wenn du viel so extremere Sachen machst oder auch mal, wenn du wirklich krass rennst und nicht die Möglichkeit hast, so diesen Ninja-Gang mehr so smooth irgendwie zu machen, dann ist der Ronin, wie gesagt, nicht mehr die allerbeste Wahl. Für mich jetzt persönlich kann ich nur sagen, ich mache normal diese Shots mit dem Ninja-Gang oder diese ganz typischen Gimbal-Bewegungen eben, die kann ich mit dem Ronin ohne Probleme machen. Funktioniert gut. Und die letzte Sache, die mich stört, beziehungsweise der letzte Nachteil, ist einfach der Viewfinder von der Canon C200. Den kann ich jetzt so direkt nicht abschrauben. Und zwar stößt er halt immer an, wenn man so in extremere Bereiche kommt, also wenn ich nach oben schwenke oder nach unten schwenke. Und auch beim Ausbalancieren stört der Viewfinder einfach und kommt da immer so ein bisschen dran. Ich habe die Möglichkeit, den Viewfinder abschrauben zu lassen bei Canon, bei so einem Canon-Service. Ich glaube, das werde ich auch einfach mal machen, weil ich den Viewfinder jetzt sowieso nicht mehr nutze und dann habe ich auch eben keine Probleme mehr hier mit der C200 und dem Ronin 1. Ich muss aber sagen, es hat auch so funktioniert mit dem Viewfinder, aber ganz optimal war es eben nicht. Auch hier ist der Movi Pro und der Ronin 2 besser geeignet. Tja, dann komme ich jetzt zum Fazit. Also ich kann nur sagen, ich bin für den Augenblick jetzt hier sehr zufrieden mit der Entscheidung, den Ronin 1 genommen zu haben. Ich werde jetzt einfach meine Erfahrungen sammeln mit Gimbal-Arbeit, weil wie gesagt, so viel habe ich noch nicht mit so einem Gimbal gearbeitet. Und da wollte ich jetzt erstmal eine günstige Option ausprobieren, bevor ich mir jetzt irgendwie für 7000 Euro ein Gimbal irgendwie zulege. Und dann gefällt es mir am Ende nicht, damit zu arbeiten. Also für mich war das jetzt eine super Option. Er funktioniert hervorragend mit der C200, bis auf diese Kleinigkeit mit dem Viewfinder. Ich finde die Akkudauer super. Die Funktionen sind, obwohl der schon 4 Jahre alt ist, immer noch vollkommen ausreichend für mich. Wie gesagt, wer dann noch so Spezialfälle oder Extremfälle nutzt irgendwie, der sollte dann doch vielleicht zu einem moderneren Gimbal irgendwie greifen. Ansonsten, wie gesagt, für mich war das jetzt perfekt. Preis-Leistung hat für mich gestimmt. Gebraucht gibt es einfach nichts Besseres, finde ich, im Zweihandbereich. Falls du jetzt eine kleinere Kamera hast, gibt es natürlich auch schöne Optionen, wie jetzt den Ronin S oder den Sine Crane 2. Ich muss aber auch nochmal betonen, dass jetzt der Ronin nicht meine Steadicam ersetzt. Ich finde nach wie vor, gibt es nicht entweder oder, sondern ich finde beide Systeme haben ihre Vorteile in gewissen Situationen. Ich mag unterm Strich, wie gesagt, den Steadicam-Look noch so ein bisschen mehr, aber das ist einfach Geschmackssache. Ich mag beides mittlerweile ganz okay, aber wie gesagt, für mich gewinnt die Steadicam immer noch, was den Look angeht. Aber die Vorteile von so einem Gimbal liegen natürlich auf der Hand und wie gesagt, ich bereue den Kauf bisher noch nicht. Ja, das war's von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch so ein bisschen gezeigt, warum ich mich jetzt eben für so einen Ronin 1 entschieden habe. Und falls ihr jetzt eben auch ein Zweihand-Gimbal sucht und nicht so viel Geld ausgeben wollt, kann ich euch eben so einen gebrauchten Ronin 1 sehr empfehlen. Also das war's von mir. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.